Linke mit dem Titel Arbeitnehmerrechte sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Fleischindustrie durchsetzen, sowie Beratung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Faire Arbeitsbedingungen und angemessener Gesundheitsschutz für Beschäftigte in der Fleischbranche und Saisonarbeitskräfte in der Landwirtschaft. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Kollegin Jutta Krellmann für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Gewerkschafterin bin ich absolut verärgert und empört, wenn ich sehe, was in Gütersloh passiert ist. Die katastrophalen Bedingungen in der Fleischindustrie waren lange vor Corona bekannt. Arbeiten unter unmenschlichen Bedingungen, wohnen zusammengepfercht in beengten Räumen und überlange Arbeitszeiten sind dabei die Regel. Zu Beginn der Pandemie hätte die Bundesregierung sofort eine klare verpflichtende Verordnung erlassen müssen. Aber es kam nichts dabei heraus als Empfehlungen aus dem Arbeitsministerium. Ende April hatten wir bereits die ersten großen Ausbrüche in der Fleischindustrie. Das Kabinett hat dann 10 Eckpunkte beschlossen. Aber bislang stehen sie nur auf dem Papier. Die Arbeitgeber dürfen weitermachen wie bisher. Und nun haben wir die Katastrophe. Tönnies, Westfleisch, Wiesenhof und so weiter, wie sie alle heißen. Meine Damen und Herren, ich behaupte, durch konsequentes Handeln wäre diese Katastrophe vermeidbar gewesen. Was wir jetzt haben, ist das Ergebnis einer ausbeuterischen Unternehmenspraxis und verfehlten Politik. Gewinne über alles, Löhne drücken und Leute bescheißen oder wie kann man es nennen, wenn man von den Arbeitern auch noch eine Messerabgabe verlangt wird? Im Klartext, die Arbeiter müssen ihre Messer auch noch selbst bezahlen. Erzählen Sie das mal einem meiner Kollegen im Maschinenbau. Die fragen Sie, ob Sie noch ganz sauber sind in der Birne. Völlig zu Recht fragen die das. Wann merken Sie, meine Damen und Herren der Bundesrepublik, endlich, dass man Arbeits- und Gesundheitsschutz nicht alleine den Arbeitgebern überlassen darf? Missbrauch und Ausbeutung sind da eher die Regel und das ist eine riesige Schweinerei. Wir brauchen flächendeckende Kontrollen, scharfe Sanktionen und ja, wir brauchen ein Verbot von Werkverträgen und Leiharbeit. Und alle Lobbyisten, die sagen, dass sie das Abschaffen des Geschäftsmodells Werkverträge verfassungsrechtlich bedenklich finden, sage ich, nein. Verfassungsrechtlich bedenklich ist, wenn dieser ausbeuterische System ungeregelt weiterläuft. Selbstverständlich müssen Aufsichtsbehörden endlich mit den nötigen Ressourcen ausgestattet werden, um Betriebsstätten und Unterkünfte, Schlachthofbetriebe und Subunternehmen flächendeckend zu kontrollieren. Wenn es jetzt noch gelingt, Wahlen von Betriebsräten zu unterstützen in dem Bereich und die Bedingungen für gute Tarifverträge zu schaffen, dann gibt es endlich auch wieder gute Arbeit in der Fleischindustrie. Vielen Dank. Das Wort hat der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Abgeordnete, erst einmal ist es natürlich schön, wenn man nach vielen Jahren hier mal wieder steht
Aber der Anlass, warum ich hier stehe, ist mir ein wichtiger und zugleich sehr ernster. 8.752 Verstöße musste der nordrhein-westfälische Arbeitsschutz feststellen, als ich im Herbst vergangenen Jahres den Arbeitsschutz von Nordrhein-Westfalen gesagt habe, dass sie die 30. größten Betriebe der Fleischwirtschaft in Nordrhein-Westfalen an einem Tag konzentriert kontrollieren sollen. In 26 der 30 Betriebe wurden gravierende Mängel beim Arbeitsschutz festgestellt. Im Zuge der Pandemiebekämpfung konnte Nordrhein-Westfalen den Arbeitsschutz erstmalig großflächig in die Wohnungen der Werkvertragsarbeitnehmer schicken. Ich habe Bilder von Wohnungen zu Gesicht bekommen, die wirklich in einem erbärmlichen Zustand gewesen sind. Von 650 kontrollierten Unterkünften wurden 1.863 mittlere und gravierende Beanstandungen festgestellt. Wer angesichts dieser Ergebnisse von Einzelfällen oder schwarzen Schafen spricht, der verkennt die Realität in dieser Branche. Das muss man hier ganz deutlich feststellen. Was passiert, wenn ein hochansteckendes Virus in einem solchen System auftritt, zeigen die mehr als 1.400 Fälle im Schlachtbetrieb Tönjes, aber auch viele Fälle in anderen Schlachthöfen der Bundesrepublik Deutschland, auch in weiteren Schlachthöfen in Nordrhein-Westfalen. Zu Beginn des Ausbruches in Reda-Wiedenbrück konnte mir mal das Unternehmen nicht einmal sagen, wo die Werksarbeitnehmer wohnen, und behauptete, das sei auch aufgrund des Datenschutzes nicht möglich. Ich nenne ein solches System die organisierte Verantwortungslosigkeit. Noch im Mai sagte der Verband der Fleischwirtschaft, dass bei einem Verbot der Werkverträge gravierende wirtschaftliche Schäden entstünden. Große Teile der Fleischproduktion würden ins Ausland verlagert. Auch einige Abgeordnete haben sich diese Auffassung zu eigen gemacht. Es las sich in manchen Stellungnahmen so, als würde der Vorschlag von Herrn Arbeitsminister Heil, aber auch meine Vorschläge, die gleichen sind, Unheil über unser Land kommen. Jetzt liest man, dass der Verband der Fleischwirtschaft den Beschluss der Bundesregierung unterstützt. Einige Unternehmen haben sogar schon angekündigt, zukünftig ausschließlich auf eigene Beschäftigte setzen zu wollen. Ich frage mich schon, warum zuerst Horrorszenarien an die Wand gemalt wurden, wenn jetzt auf einmal alles geht. Warum verteidigen kluge Menschen ein solches System so vehement, wenn Missstände dort vorprogrammiert sind? Ich glaube, dass viele nicht wissen, welche Dimensionen die Fleischindustrie, ich spreche bewusst von einer Industrie, angenommen hat. Die 10 größten Konzerne schlachten 80% der Tiere. Alleine Tönnes hat einen Marktanteil von rund 1/3. In der Regel sind in der Industrie die Löhne und die Arbeitsbedingungen gut. Dies gilt für die Fleischindustrie aber überhaupt nicht. Es ist auch völlig klar, warum die Bedingungen in der Fleischindustrie so sind, wie sie sind. Mit Hilfe von Werkverträgen haben es die Arbeitgeber in der industriellen Fleischwirtschaft, darauf lege ich Wert, geschafft, jegliche Form der Arbeitnehmermitbestimmung effektiv zu verhindern. So in Nordrhein-Westfalen, auch bundesweit, sind Mitbestimmung und Tarifverträge im Bereich der industriellen Schlachtung und Zerlegung quasi nicht vorhanden. Dass es auch anders geht, macht Dänemark vor. Dort sind die Arbeitnehmer in der Regel direkt bei den Schlachthöfen angestellt. In der gesamten Fleischindustrie gibt es Tarifverträge. Jetzt liest man, dass Dänemarks Fleischindustrie in den letzten 15 bis 20 Jahren 4.000 bis 5.000 Arbeitsplätze nach Deutschland verloren hat, weil Deutschland aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen günstiger produzieren könne. Ich finde das peinlich. Ich glaube, dass Ludwig Ehrhardt sich bei dieser Form von Wettbewerb im Grab umdrehen würde.
Wir müssen diesen Dumpingwettbewerb jetzt beenden, und zwar schnell. Herr Minister, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der FDP? Ich bin der Überzeugung, dass das Verbot der Werkverträge im Kernbereich der Schlachthöfe viele Probleme lösen wird, die wir seit Jahren nicht gelöst bekommen haben. Ich habe hier einige Diskussionen erlebt. Die Einführung des Mindestlohnes hat die Situation nicht verändert. Die GSA Fleisch, die 2017 verabschiedet worden ist, hat die Situation nicht verändert. Also muss man jetzt, finde ich, die Systemfrage stellen. Auch die weiteren Forderungen aus dem Kabinettsbeschluss sind gut und richtig. Digitale Zeiterfassung. Ja, wie wollen wir den Mindestlohn kontrollieren, wenn wir keine Zeiterfassung haben? In der GSA Fleisch steht drin, Arbeitszeit müssen erfasst werden. Wir haben die Dokumente gesichert. Die sind so aufgeschrieben, handschriftlich, dass man sie nicht entziffern kann. Dass in einer Branche, wo man bei jeder Mettwurst sagen kann, von welchem Schwein sie abstammt, nicht weiß, nicht digital Zeit erfassen kann, ist mir ein Rätsel. Ist mir ein ganz großes Rätsel. Und natürlich brauchen wir auch größere Geldbußen. Was jedoch weiterhin fehlt, ist eine verbesserte Kontrollmöglichkeit der Unkünfte. Ich möchte noch einmal wiederholen, dass der nordrhein-westfälische Arbeitsschutz 650 Unterkünfte über 1800 Verstöße festgestellt hat. Ohne die Pandemie hätte ich den Arbeitsschutz überhaupt nicht in die Unterkünfte schicken dürfen. Daher sind die Zustände auch so, wie sie sind. Deshalb muss das, was für die Betriebsbedingungen gilt, auch für arbeitgebernah vermittelte, bereitgestellte Unterkünfte gelten, dass auch außerhalb der Pandemie der Arbeitsschutz in solche Wohnungen rein kann. Und dann gibt es noch ein anderes Problem. Bis die Arbeitsschützer wirklich in einen Schlachthof da ankommen, wo es rund geht, durch alle Sicherheitsschleusen, alle Hygieneschleusen, vergeht sehr viel Zeit. Bis dahin kann man natürlich schon viel verändern. Also müssen wir zu einer anderen Kontrolldichte kommen. Ich habe entschieden, dass in Nordrhein-Westfalen in Zukunft auf den großen Schlachthöfen der Arbeitsschutz ständig präsent ist. Aber bei Veterinären ist es so, die auch ständig präsent in den Schlachthöfen sind, dass die bei den Kreisen angestellt sind und die Schlachthöfe diese Dienstleistung, die die Veterinäre im Tierschutz und Gesundheitsschutz erbringen, selbstverständlich über Gebühren bezahlen müssen. Ich sehe nicht ein, dass hier alleine der Steuerzahler verantwortlich ist. Ich möchte die Regelung, die seit Jahr und Tag für Veterinäre gilt, auch für den Arbeitsschutz haben, dass wir mit einer Gebührenordnung dieses auch bezahlen lassen können. Ich glaube, um das noch einmal deutlich zu sagen, wenn die Menschen in den Schlachtbetrieben festangestellt sind, dann wird sich was ändern. Dann werden sie natürlich auch mutiger. Dann werden sie sich mal einer Gewerkschaft anschließen. Dann werden sie einen Betriebsrat wählen. Dann werden Tarifverhandlungen geführt. Und dann sind wir da, wo wir in der sozialen Marktwirtschaft hinwollen. Und zum Schluss möchte ich zitieren aus den Kölner Leitsätzen meiner Partei, die jetzt 75 Jahre alt sind. Die menschliche Arbeit wird gewertet als sittliche Leistung, nicht als bloße Ware. Lohn- und Arbeitsbedingungen werden tariflich geregelt. Der Aufbau der Gewerkschaften und der sonstigen Berufsvertretungen ist zu sichern. Genau das möchte ich für die Fleischwirtschaft in den nächsten Jahren erreichen. Schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich erteile der Kollegin Konrad das Wort zu einer Kurzintervention. Warten Sie, bis Ihr Mikrofon... Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Minister Laumann, Sie sprachen gerade von der organisierten Verantwortungslosigkeit, deren Zeche im Moment gezahlt wird auf der einen Seite von den Arbeitnehmern, deren Arbeitsverhältnisse Sie hier zu Recht angesprochen haben, und auf der anderen Seite wird die Zeche dafür gezahlt von den Landwirtinnen und Landwirten, die alles tun in ihren Ställen, um mehr Tierwohl in den jetzigen Zeit zu generieren, aber jetzt im Moment einfach nicht wissen, wie es für sie weitergehen soll, auch angesichts der jetzigen Situation. Ihr Ministerpräsident Laschet hat am 30.06. gesagt, hier, und damit bezog er sich wohl auf die Landesregierung, auf das Land Nordrhein-Westfalen, hier wird jetzt streng nach Recht und Gesetz verfahren. Und da hätte mich an dieser Stelle interessiert, auch nach dem, was Sie jetzt alles an den Bund für die Verantwortung, die jetzt zu übernehmen ist, delegiert haben, wie wurde denn vor dem 30.06. in NRW verfahren?
Wenn Sie mögen, können Sie erwidern. Dazu haben Sie dort das Mikrofon gleich. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, erstens wird in Nordrhein-Westfalen immer nach Recht und Gesetz verfahren. Zweitens werden Sie in ganz Deutschland kein Bundesland finden, wo wir in den letzten Monaten, nicht nur während der Pandemie, auch vor der Pandemie, einen so starken Schwerpunkt im Arbeitsschutz gesetzt haben, was die Kontrollen auf nordrhein-westfälische Schlachthöfe angeht, sonst hätte ich die Zahlen ja nicht vorlesen können, die ich vorgelesen habe. Ich habe den Abgeordneten aus Nordrhein-Westfalen, Bundestag, Landtag, nach diesen Kontrollen eine umfangreiche Dokumentation zur Verfügung gestellt mit den Ergebnissen dieser Kontrollen. Und natürlich blieb uns doch nichts anderes über, wie nach den Vorkommnissen und den Virusverbreitungen auf dem Schlachthof erst einmal die 7000 Leute in Quarantäne zu stellen. Wir mussten mit allen Mitteln das Überspringen des Virus in die Gesamtbevölkerung versuchen zu verhindern. Und ich bin froh, dass es uns wahrscheinlich gelungen ist. Der Gesundheitsschutz geht absolut vor. So, jetzt haben wir durch eine große Reihentestung, denke ich, ziemlich gute Anhaltspunkte, dass das Virus nicht übersprungen ist. Und jetzt sind ja auch schon in zwei Tagen die 14 Tage um. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie können wir den Schlachthof langsam wieder anlaufen lassen oder überhaupt anlaufen lassen. Dazu muss es Hygienekonzepte geben. Dazu muss es Konzepte geben aus der Firma, wie man den Arbeitsschutz sicherstellen will. Wie man die Abstände in einer Pandemiesituation in der Firma sicherstellen will. Und die werden dann natürlich von den zuständigen Behörden bewertet. Und dann kann auch ein gewisses Anlaufen dieses Schlachtbetriebes wieder möglich sein. Und ich weiß sehr wohl, dass der Schlachtbetrieb wieder in Gang gesetzt werden muss, weil das in der Landwirtschaft absolut notwendig ist. Da laufen Sie bei mir offene Türen ein. Aber der Gesundheitsschutz hat auch vor dieser Frage absoluten Vorrang. Und danach werden sowohl die kommunalen wie die Landesbehörden entscheiden. Das Wort hat der Abgeordnete Jürgen Pohl für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, verehrte Kollegen, geschätzte Zuhörer an den TV-Geräten. Ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ich als Abgeordneter des Deutschen Bundestages mal so etwas sagen würde. Aber es muss tatsächlich gesagt werden, als deutscher Staatsbürger schäme ich mich für die Zustände in der deutschen Fleischindustrie. Was wir dort erleben, ist ein Rückschritt in die Zeit des Frühkapitalismus, ist eine Form des modernen Sklavenhandels. Menschen werden als billige Arbeitskräfte bei Subunternehmen angemietet, an der Schlachtbank schupfen sie bis zum Umfallen, dann fercht man sie in Billigunterkünfte zusammen und dafür wird noch teuer bezahlt. Meine Damen und Herren, diese einer sozialen Marktwirtschaft hohnsprechenden Zustände sind nicht neu. Wir von der AfD haben bereits 2017 nach unserem Einzug in den Bundestag angeprangert, diese Zustände, aber Union und Sozialdemokraten haben es bis zu diesem Zeitpunkt nicht für nötig befunden, diese Zustände zu beseitigen. Das muss gesagt werden. Und werte Genossen von der SPD, sozial ist meistens nur noch Ihre Parteiname. Hand in Hand mit der Union hätten Sie Abänderungen schaffen können. Ihr Genosse Sigmar Gabriel, der ja dort beschäftigt ist, lässt sich aber augenscheinlich von der Firma für anderes fürstlich bezahlen. Meine Damen und Herren, 55 Millionen Schweine haben die deutschen Fleischproduzenten 2019 geschlachtet. In deutschen Ställen standen davon nur ungefähr die Hälfte. Der Rest kam aus dem Ausland. Es ist für Danish Crown billiger, die Schweinehälften nach Deutschland hin und wieder zurück zu transportieren, als sie selbst zu zerlegen. Und da frage ich Sie, wie ist das möglich in einem Hochsteuerland wie Deutschland, wo die Lohnnebenkosten über 20% betragen? Ich will es Ihnen sagen,
Möglich ist das, weil über ein missbrauchtes Werkvertragssystem ein Heer an rumänischen und polnischen Arbeitnehmern über Sub- und Subunternehmen, die wie Maschinen angemietet werden können. Die Männer und Frauen rackern dann für 1.000 Euro brutto im Monat, und wenn ein Arbeitnehmer krank ist, zieht man ihm pro Tag 10 Euro vom Netto ab. Dazu das Messergeld, wir hatten schon kurz drüber gesprochen. Die Industrie ist kreativ in diesem Rahmen. Der Subunternehmer will auch was verdienen. Meine Damen und Herren, vor 5 Jahren haben die deutschen Fleischbetriebe eine Selbstverpflichtung abgegeben. Sie sagen, dass sämtlich in ihren Betrieben eingesetzte Beschäftigte sollten in einem in Deutschland gemeldeten Sozialversicherungs-Beschäftigungsverhältnis stehen. Was ist daraus geworden? Nichts. Null. Bis heute ist die Fleischindustrie ausschließlich an größeren Gewinnmargen orientiert. Wenn einige Fleischbarone in ihrem Unternehmen knapp 7 Milliarden Euro Umsatz machen, aber keine Gewinne veröffentlichen, dann spricht das Bände. Da sollte man überlegen, wie diese Marge verringert wird, damit der Fleischpreis für den Verbraucher nicht steigt. Und ich bin mir sicher, es ist auch genügend Spielraum da, um einheimische Arbeitnehmer vernünftige Löhne zu zahlen. Dann bräuchten wir keine Armada an osteuropäischen Dumpingtagelöhnern. Dann müssten wir diese Debatte nämlich gar nicht erst führen. Also nochmal, wer satte Gewinne macht, kann auch gute Löhne zahlen. Das ist die soziale Marktwirtschaft, für die wir kämpfen und für die wir stehen. Dankeschön. Das Wort hat der Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist in verschiedenen Debatten gesagt worden, aber in dieser muss es auch noch mal gesagt worden, diese Corona-Krise ist wirklich wie ein Brennglas unserer Gesellschaft. Wir sehen im Guten, was los ist, wir sehen im Schlechten, was los ist. Und ich muss schon sagen, es ist, ich finde, bitter für unsere Gesellschaft, dass einige erst in dieser Corona-Krise gelernt haben, was in der Fleischindustrie los ist. Es ist ja nicht so, dass es in der Politik nicht schon Anlässe gegeben hätte und auch Vorstöße gegeben hätten, die Verhältnisse aufzuräumen in diesem Bereich. Andrea Nahles 2017 zusammen mit Karl-Josef Schieberling an der Stelle hier im Parlament. Es gab immer wieder Aktionen, aber wir haben dann zwei Dinge immer erlebt. Im parlamentarischen Verfahren haben dann Lobbyisten versucht, Gesetze abzuschleifen. Wenn sie es mal nicht geschafft haben, haben sie mit neuen Sub-Unternehmerkonstruktionen bestehendes Recht umgangen. Und deshalb sage ich, spätestens jetzt muss Schluss sein. Die Bundesregierung ist entschlossen, in diesem Bereich gründlich aufzuräumen, meine Damen und Herren. Und das werden wir auch tun. Und das heißt im Einzelnen, dass es um Verantwortung geht. Es geht um die Verantwortung von Unternehmern in allererster Linie für ihre Beschäftigten. Für ihre Beschäftigten. Herr Minister Heil, entschuldigen Sie, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der AfD-Fraktion? Ich würde gerne den Gedanken zu Ende machen und dann gerne eine Frage gestatten. Ich sage nochmal, es geht hier um die Verantwortung der Arbeitnehmer, der Unternehmer für ihre Beschäftigten. Hören Sie erst mal zu, dann können, vielleicht kommt ja meine Antwort auch noch, aber vielleicht haben Sie eine vorbereitete Frage. Es geht um die Verantwortung der Unternehmen für ihre Beschäftigten. Es geht, Kollege Laumann, da sind wir uns auch einig, auch um die Verantwortung der Länder für Kontrollen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, bei einem Engagement, was ich schätze, was Sie geliefert haben in diesem Bereich, in vielen Bundesländern, auch in NRW, muss man ganz offen sagen, sind Arbeitsschutzbehörden nicht so stark ausgestattet, wie sie sein müssten. Deshalb haben wir uns miteinander verständigt, dass es verpflichtende Prüfquoten für die gesamte Wirtschaft geben muss, weil Arbeitsschutz wichtig ist. Auch da haben wir alle gelernt. Vor Corona haben einige über Arbeitsschutz noch gesprochen, als sei es Bürokratie. Da hat man sich über Paternoster und Teeküchen lustig gemacht. Heute sehen wir, Arbeitsschutz ist verdammt wichtig für unsere Gesellschaft und für die Beschäftigten. Zweitens, wir werden die digitale Arbeitszeit erfassen. Ich frage jetzt ein letztes Mal, weil inzwischen gibt es schon zweimal das Begehren, Ihnen eine Frage zu stellen oder eine Bemerkung zu machen. Einmal aus der AfD-Fraktion und einmal der Kollege Ernst aus der Linken. Wen nehmen wir denn zuerst, Frau Pöbel? Naja, natürlich derjenige, der sich zuerst gemeldet hat. Das habe ich nicht gesehen. Wer war denn das? Bitte. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Minister.
Am 3.2. im Jahr 2015 besuchte der damalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel einen Tönnies Fleischbetrieb in Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen. Und das Thema dort waren unter anderem die Werkverträge. Ich möchte kurz aus einer Regionalzeitung zitieren. Das System an sich nannte Gabriel ein sinnvolles Instrument, dessen Missbrauch allerdings müsse bekämpft werden, wenn etwa mit Werkverträgen eine Scheinselbstständigkeit vorgegaukelt werde, Arbeitszeiten nicht korrekt erfasst oder Löhne nicht wie vereinbart gezahlt werden. Hier kündigte Gabriel an, sollen die Kontrollen verschärft werden. Laut Aussage der Bundesregierung in einer Drucksache wird nachgewiesen, dass die Kontrollen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in NRW in dem Jahr, wo Sigmar Gabriel dort in der Fleischfabrik war, bei 98 lagen, 98 Kontrollen. Im Jahr danach sind sie gesunken auf 38 Kontrollen, im Jahr danach auf 32 Kontrollen. In der Drucksache steht, im Jahr 2019 waren es 30 Kontrollen. Die Frage, die ich an Sie stellen möchte, ist, warum kündigt ein SPD-Minister hier eine Verschärfung der Kontrollen an und dann passiert genau das Gegenteil? Und wenn wir mal die Auswirkungen sehen, die sich über lange Zeit daraus ergeben haben, stellt sich mir auch die Frage, warum werden die Probleme in der Verantwortung von SPD-Ministern nicht kleiner, sondern größer? Vielen Dank. Sehr geehrter Kollege, wenn Sie erlauben, da waren ja ein paar Unterstellungen drin, würde ich Ihnen gerne antworten. Das erste ist die Frage, wie hält man das mit Werksverträgen? Werksverträge sind tatsächlich im Wirtschaftsleben etwas total Normales. Wird es auch weitergeben in vielen Bereichen. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie eine Firma hätten und sich einen Handwerker bestellen, der eine Sicherheitsanlage einbaut, ist es ein ganz normaler Werksvertrag. Das wird es immer geben. Im Rahmen der Vertragsfreiheit ist das vollkommen in Ordnung. Hier haben wir es mit dem Missbrauch von Werksverträgen in hohem Maße zu tun, mit Subunternehmern. Deshalb sage ich Ihnen, danke, dass ich die Gelegenheit habe, Ihnen das zu sagen, ich werde mit Werksvertragen und mit Leiharbeit in der Schlachtbranche Schluss machen. Wir werden das verbieten in diesem Bereich, weil wir das erlebt haben. Und zu Ihrer zweiten Frage der Kontrollen. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten unter Führung des Bundesfinanzministers Olaf Scholz, der für den Zoll zuständig ist, die Fleischbetriebe in Deutschland kontrolliert. Über 130 Razzien hat es gegeben. Ich habe vorhin gesagt, sind verschiedene Behörden zuständig. Für den Arbeitsschutz die Länder, der Zoll für die Schwarzarbeitskontrolle. Es sind erhebliche Verstöße gekommen. Wir haben den Zoll aufgestockt. Und deshalb ist die Erfahrung, die wir in dieser Branche haben, es nützen die schärfsten Regeln nicht, wenn wir nicht auch nachkontrollieren, das werden wir tun. Darauf können Sie sich verlassen. So, der Kollege Ernst bekommt das Wort zu einer Frage oder Bemerkung. Allerdings weitere Fragen und Bemerkungen im Rahmen der Rede des Ministers werde ich nicht zulassen. Schade eigentlich, Frau Präsidentin. Ich ahnte das schon. Lieber Hubert, das heißt, sehr geehrter Minister, Sie haben gerade angesprochen, dass eigentlich das Problem schon länger bekannt war. Ich zitiere mir aus der Zeitung: Schlechte Bezahlung, unwürdige Unterkünfte, Erniedrigung und Erpressung, was sich in Schlachthöfen abspielt, ist für viele Kritiker mehr als Ausbeutung. Die Rede ist von Menschenhandel und organisierter Kriminalität. Man weint, das wäre jetzt gestern oder vorgestern in der Zeitung gestanden. Das ist vom 23. Juni 2013. Damals habe ich eine Rede gehalten dazu, deswegen habe ich mich auch jetzt zu einer Bemerkung und zu einer Frage gemeldet und ich habe damals eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt, da habe ich eine Antwort und Sie haben damals nicht regiert, sondern das war die FDP und der Koalitionspartner, den Sie jetzt haben. Und dieser Koalitionspartner hat mir in Form des Arbeitsministeriums dann geantwortet, nachdem ich das angesprochen habe, nachdem das alles bekannt war vor 7 Jahren, die Bundesregierung sieht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Bedarf, den Abschluss von Werkverträgen stärker zu regulieren. Unternehmen steht es im Rahmen der geltenden Gesetze grundsätzlich frei, zu entscheiden, ob sie Tätigkeiten durch eigene Arbeitnehmer ausführen lassen oder Dritte im Rahmen von Werkverträgen beauftragen. Das war die Antwort Ihres jetzigen Koalitionspartners. Sind Sie mit mir der Auffassung, Kollege Heil, dass wenn Ihr jetziger Koalitionspartner und die FDP, die damals mitregiert hat und jetzt teilweise eine große Lippe riskiert, wenn die damals schon gehandelt hätten, wenn die damals schon so weit gewesen wären wie Sie heute und Herr Laumann heute, Gott sei Dank, dass Sie das Werksvertragsunwesen einschränken wollen, sind Sie mit mir der Auffassung, dass dann das, was jetzt in der Fleischindustrie passiert, nicht mehr hätte passieren können, wenn man das früher geregelt hätte? Und sind Sie, ich bin noch nicht ganz fertig, und sind Sie mit mir der Auffassung, dass wir jetzt wirklich alles tun müssen, denn die sind ja alle noch am Werke, die Verschlechterer von Gesetzentwürfen, dass wir jetzt alles tun müssen, dass wir all diejenigen, die jetzt die alten Verhältnisse
manifestieren wollen. Übrigens nicht an der Fleischindustrie, auch bei den Werften, zum Beispiel bei der Meyer-Werft in Leopoldenburg. Dass man denen jetzt wirklich die Fesseln anlegen muss, dass sie nicht wirklich wieder ein Gesetz verhindern, das sinnvoll und notwendig ist. Lieber Kollege Ernst, angesichts der Katastrophe, und ich sage Katastrophe, die wir gerade erleben, die der Kollege Laumann beschrieben hat, dass aus einem System der organisierten Verantwortungslosigkeit zur Ausbeutung von Menschen inzwischen sogar ein allgemeines Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung geworden ist. Und der Tatsache, dass ganze Landkreise wieder in den Lockdown mussten, weil sich welche nicht an die Regeln halten, widerstehe ich in diesem Zusammenhang mal der kleinkarierten Betrachtung, wer mal wo was gesehen hat. Ich kann nur allgemein feststellen, dass es leider Gottes manchmal Katastrophen bedarf, dass Menschen dazulernen. Das war zum Beispiel beim Atomausstieg bei einigen so, die früher was anderes gesehen haben. Wichtig ist, dass dieses Parlament jetzt gemeinschaftlich handelt. Und dafür stehe ich in der Verantwortung heute. Nicht 2013, es muss jetzt gehandelt werden. Das müssen wir gemeinsam machen. Und lieber Klaus Ernst, parteipolitische Auseinandersetzungen sind wichtig in diesem Parlament. Aber Verantwortung ist jetzt zu übernehmen. Ich habe vorhin von der Verantwortung der Unternehmer gesprochen. Die sind in allererster Linie in Verantwortung. Die Verantwortung der Länder, und zwar egal, wie sie regiert ist, sind schwarz, rot, grün. Ich gucke mal nach Baden-Württemberg, daher wünsche ich mir auch schärfere Arbeitsschutzkontrollen. Das, was die Kollegin Mast in Pforzheim erlebt hat, ist nicht in Ordnung. Das war weit vor Tönnies übrigens. Alle müssen sich ans Portepee passen. Und wir müssen dafür sorgen, dass der Arbeitsschutz in jedem Bundesland scharf kontrolliert wird. Ob rot-rot-grün, ob rot-schwarz, was auch immer. Da muss jede Landesregierung ran. Das werden wir per Bundesgesetz festlegen. Zweitens. Ich werde mich nicht davon abbringen lassen, im Kernbereich des Schlachtens und Zerlegens in der Fleischindustrie die Werksverträge und die Zeitarbeit, die Leiharbeit zu verbieten. Ohne Wenn und Aber. Und meine Bitte an dieses Parlament ist, ich werde im Juli dafür den Gesetzentwurf vorlegen und wir werden auf Basis der Eckpunkte das im Kabinett beschließen. Die Frage, wann das in Kraft tritt, liegt auch dann in der Verantwortung dieses Parlaments. Je schneller, desto besser. Aber meine Bitte ist dann tatsächlich, sich auf der Strecke eines parlamentarischen Verfahrens nicht von irgendwelchen Lobbyisten, die viel Geld für Rechtsgutachten aufwenden werden, die viel Geld für Kampagnen auflösen werden, die großartig, ich sage Ihnen mal was an dieser Stelle, Sie sind doch ein Lobbyist dieser Branche, das haben wir doch hier im Parlament gelernt, da sollten Sie sich mal ganz zurückhalten. Ich will das mal an dieser Stelle sagen, jeder kehre vor seiner eigenen Haustür an dieser Stelle. Ich bin Bundesminister für Arbeit und Soziales und ich bin entschlossen, meiner Amtsverantwortung für die arbeitenden Menschen, und zwar egal, wo sie geboren sind, wo sie herkommen, gerecht zu werden. Es ist nämlich tatsächlich eine Schande, dass Menschen aus Mittel- und Osteuropa, aus Bulgarien und Rumänien in dieser reichen Gesellschaft ausgebeutet werden. Und das werden wir beenden an dieser Stelle. Und das Dritte ist, das will ich Ihnen auch sagen, dieses Verhalten hat außenpolitischen Schaden angerichtet. Ich werde im August nach Rumänien fahren, weil mich die Arbeitsministerin aus Rumänien gebeten hat, sie ist hergekommen, die ist mit dem Auto von Bukarest nach Berlin gefahren. Das ist ein großes innenpolitisches Thema. Ich sage noch einmal, egal wo Menschen herkommen, die bei uns arbeiten, sie haben die gleichen Rechte, übrigens auch den gleichen Lohn verdient und vor allem den gleichen Gesundheitsschutz. Das ist keine Frage der Nationalität, das ist eine Frage des Anstands. Und dafür interessieren Sie sich gar nicht, das wissen wir doch. Deshalb, Kollege Laumann, wir wollen das gemeinsam machen. Wir stehen alle in der Verantwortung. Die Bundesregierung wird beschließen, diesen Gesetzentwurf. Dazu gehört übrigens auch, dass die Menschen, die in dieser Branche arbeiten, anderen übrigens auch, egal wo sie herkommen, um ihre Rechte wissen. Deshalb hat dieser Deutsche Bundestag mit dem Entsendegesetz die faire Mobilität, die Beratung für Menschen aus Mittel- und Osteuropa gesetzgeberisch verankert und aufgestockt und heute mit dem Nachtragshaushalt und gestern der Haushaltsausschuss nochmal aufgestockt. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass Menschen im Zweifelsfall auch in ihrer Muttersprache wissen, welche Rechte sie haben, wenn sie hier bei uns arbeiten. Wir werden in diesem Bereich aufräumen, das habe ich vorhin gesagt. Dazu sind wir entschlossen. Ich bitte dieses Parlament um Unterstützung. Ich bitte auch den Bundesrat um Unterstützung. Wir beide, Kollege Laumann, kommen aus Bundesländern, ich aus Niedersachsen, Sie aus Nordrhein-Westfalen, in dem es Fleischstandorte größeren Umfangs gibt. Das Land soll auch Fleischstandort bleiben, aber zukünftig zu anständigen Arbeitsbedingungen, zu anständigen Löhnen, mit Kontrollen in den Unterkünften, mit Standards in den Unterkünften, mit digitaler Arbeitszeiterfassung und mit anständigen Arbeitsverträgen ohne Subunternehmertum. Dafür werden wir sorgen. Herzlichen Dank.
die FDP-Fraktion hat nun der Abgeordnete Karl Julius Kronenberg das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. So groß wie die Herausforderungen sind, vor denen Europa steht, so hoch sind die Erwartungen, die unsere europäischen Partner an uns haben. Da passt es nicht ins Bild, wenn Europa mit Blick auf die Zustände in der Fleischbranche Zweifel hat, ob in Deutschland Arbeitsschutz und Sozialstandards für alle gelten. Beschäftigte, die aus Bulgarien, Rumänien zu uns kommen, Herr Heil, ich bin Ihnen auch sehr dankbar für Ihre Worte, müssen sich darauf verlassen können, dass für Sie die gleichen Maßstäbe gelten wie für alle anderen auch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eine Frage des Vertrauens in unseren Sozialstaat, dass geltendes Recht durchgesetzt wird und Regelungslücken wirksam geschlossen werden. Darauf haben betroffene Arbeitnehmer Anspruch, genau wie anständige Unternehmen auch. Gesetzliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Missstände in der Fleischbranche hat es in den vergangenen Jahren zur Genüge gegeben, zuletzt das Gesetz zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte im Jahr 2017. Aber immer wieder ist es dubiosen Subunternehmen mit teilweise mafiösen Strukturen, es ist beschrieben worden, gelungen, Regelungslücken und Kontrolldefizite schamlos auszunutzen. Und ja, es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass die Behörden viel zu lange, viel zu oft weggeschaut haben. Herr Minister, Sie sprechen oft von organisierter Verantwortungslosigkeit, Herr Laumann, Sie auch. Aber abgesehen davon, dass der Staat seiner Verantwortung eben auch nicht immer gerecht geworden ist, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ausgerechnet ein ehemaliger SPD-Vorsitzender, die im Zentrum dieser Verantwortungslosigkeit einen hochdotierten Beratervertrag annimmt, sich sozusagen das Schnitzel vergolden lässt. Spätestens mit dem verstärkten, teils massenhaften Infektionsgeschehen, Corona-Infektionsgeschehen in Fleischfabriken, war Schluss mit Weggucken. Corona zwingt zu schnellem Handeln. Herr Laumann, Sie haben darauf hingewiesen, es geht auch um die Versorgungssicherheit bei Lebensmitteln. Aber es geht eben auch darum, endlich zielgenaue Lösungsvorschläge für die Missstände, die Jutta Krellmann aufgezählt hat, in den Blick zu nehmen. Die Forderungen der Freien Demokraten rufe ich gern noch einmal in Erinnerung. Erstens, betrieblicher Arbeitsschutz für alle Beschäftigten im Betrieb. Zweitens, Ausweitung der Arbeitsstättenrichtlinie auf private Sammelunterkünfte. Drittens, verpflichtende digitale Zeiterfassung. Und schließlich die Taskforce Fleisch, die die Arbeit der Ebenen koordiniert. Aber mehr Gesetze allein helfen noch nicht. Schon beim zentralen Thema Unterbringung, das werden wir dann sehen, wird ein Gesetz schnell an juristische Grenzen stoßen. Wenn Sie Werkverträge verbieten, verbessert sich der Zustand in den Unterkünften zunächst mal nicht. Beschäftigte wechseln den Arbeitgeber, aber nicht die Wohnung. Zweitens, stellen Sie nicht Werkverträge mit Arbeitnehmerüberlassung auf eine Stufe. Leiharbeiter profitieren vollumfänglich, das wissen Sie, vom betrieblichen Arbeitsschutz und die Auftragsspitzen müssen auch irgendwie abgearbeitet werden. Und drittens, wer die Arbeitnehmerüberlassung und Werkverträge pauschal angreift, der riskiert zu Recht den Vorwurf, dass es in Wahrheit nicht um Arbeitsbedingungen von Fleischarbeitern geht, sondern um die Ausmerzung wichtiger Instrumente in der Arbeitspolitik. Das trifft dann auch freie Journalisten, da machen wir nicht mit. Ein letztes. Die Fleischbranche stimmt jetzt neuerdings dem Verbot von Werkverträgen zu. Nun, ich weiß nicht, Herr Laumann, Sie kennen die Leute ja. Ich wäre da vorsichtig, will ich mal sagen. Lassen Sie doch die Tarifpartner einen Flächentarif aushandeln, der Werkverträge im Kernbetrieb ausschließt. Und den erklären Sie dann für allgemeinverbindlich. Das geht schneller, kann in Pandemiezeiten flexibler angepasst werden und bietet als tarifliche Lösung immer mehr Rechtssicherheit. Jenseits von Corona verdienen Beschäftigte und Betriebe in der Fleischwirtschaft endlich faire Arbeitsbedingungen, ganz konkret und dauerhafte Verbesserungen. Auf eine gründliche parlamentarische Debatte freue ich mich. Das Wort hat die Kollegin Beata Müller-Gemmecke für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, Kolleginnen und Kollegen. Fleisch hat wie alle wertvollen Produkte seinen Preis. Und wenn wir diesen Preis an der Kasse im Supermarkt nicht bezahlen, dann bezahlen andere diesen Preis. Und das sind vor allem die Migrantinnen
aus dem EU-Ausland, die im Akkord für uns Tiere schlachten und dabei in extremer Form ausgebeutet werden. Und verantwortlich dafür ist nicht der Markt, sondern Menschen, Unternehmer ohne Moral, die jeglichen Anstand verloren haben. Und das ist in keiner Weise akzeptabel. Wenig Lohn, katastrophale Arbeitsbedingungen, ausbeuterische Arbeitszeiten, schlechte Unterkünfte, natürlich keine Tarifverträge, keine Betriebsräte. Wer krank ist, verliert seinen Job und deshalb arbeiten die Menschen, auch wenn sie krank sind, auch in Zeiten von Corona. Das System Fleischbranche ist menschenunwürdig und damit muss endlich Schluss sein. Der Handlungsbedarf, diese Fakten sind schon lange bekannt, passiert ist wenig. Ja, und jetzt beklagen Sie, Herr Minister Laumann, sich zum Beispiel im Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass bislang alle Initiativen zum Verbot von Werkverträgen am Widerstand der Fleischbranche und ihrer Lobby gescheitert sind. Wie kann es sein, dass eine Union und damit seit 15 Jahren die Bundesregierung sich nicht gegen die Fleischlobby durchsetzen kann? Für eine Regierungspartei ist das einfach nur peinlich und auch damit muss endlich Schluss sein. Und wenn jetzt auch noch rauskommt, dass Sigmar Gabriel für Tönnies jetzt im Jahr 2020 während der Corona-Pandemie als Berater tätig war, dann ist auch das unsäglich. Und es passt, dass Herr Tönnies auf einmal ankündigt, dass er in Zukunft nur auf Werkverträge verzichten wird. Das ist wieder ein durchsichtiges Ablenkungsmanöver, um in letzter Minute wieder ein Gesetz zu verhindern. Und die Antwort darauf kann nur sein, die Zeit für freiwillige Selbstverpflichtung ist schon lange vorbei. Ja, und deshalb fordern auch wir heute mit unserem Antrag konsequente gesetzliche Regelungen. Und das Wichtigste ist, und es wurde schon angesprochen, dass die Beschäftigten im Kernbereich, also beim Schlachten und beim Zerlegen, direkt beim Schlachthof angestellt sein müssen. Werkverträge und Leiharbeit darf es nicht geben. Und die Arbeitsverhältnisse, die es dann gibt, die müssen dann aber auch wirklich scharf kontrolliert werden. Und dafür, Herr Minister, ich weiß nicht, ob er noch da ist, brauchen wir unbedingt eine Arbeitsinspektion. Diese Forderungen sind zentral, denn die Ausbeutung der Beschäftigten basiert auf dem System Werkverträge. So stehlen sich die Fleischbarone seit Jahren aus der Verantwortung. Das Profitinteresse steht über allem, über Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und deshalb sind eben heute die 1500 Beschäftigten bei Tönnies mit dem Coronavirus infiziert. Die Bundesregierung hat endlich reagiert und diese Eckpunkte für die Fleischbranche beschlossen. Das Gesetz aber ist überfällig. Handeln Sie endlich und zwar schnell und bei den Werkverträgen vor allem konsequent, denn freiwillig wird sich in der Fleischbranche nichts verändern. Vielen Dank. Die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Uwe Schummer das Wort. Verehrtes Präsidium, Damen, meine Herren, Wettbewerb ohne Regeln, so der Begründer der sozialen Marktwirtschaft Ludwig Erhard, zitiere ihn, Wettbewerb ohne Regeln hat eine in sich selbst zerstörende Kraft. Und deshalb braucht jeder Wettbewerb einen Schiedsrichter, der Regeln setzt und dafür sorgt, dass sie auch durchgesetzt werden können. Und das ist der Staat, das ist die Politik der Gesetzgeber. Und die Pandemie zeigt derzeit, in großen Schlachtbetrieben sind diese Regeln verloren gegangen. Kontrollen, auch gerade in NRW, zeigen, Schlachtbetriebe, die mit festangestellten Arbeitnehmern tätig sind, zeigen kaum Auffälligkeiten. Auffälligkeiten treten dort auf, wo Werkverträge außer Kontrolle geraten sind. Und mit einer Mentalität, Geiz ist geil, werden natürlich in der Öffentlichkeit Verbraucher getäuscht und auch Landwirte unter Druck gesetzt. Und wir erkennen heute, wir zahlen einen zu hohen Preis für billiges Fleisch.
Deshalb ist auch wichtig, dass was Bundesministerin Julia Klöckner fordert, dass wir Augenhöhe und faire Preise über die ganze Lieferkette im Lebensmittelhandel erreichen. Wer wie die Firma Tönnies nach 3 Monaten Pandemie immer noch einen laxen Umgang mit Hygienestandards praktiziert, in 3 Wochen der Aufforderung des Landrates, die Adressen der Beschäftigten zu übermitteln, nicht folgt, der verspielt Vertrauen. Wer eine Selbstverpflichtung von 2015 der Fleischwirtschaft, mehr Stammbeschäftigte einzustellen, nicht folgt, der verspielt Vertrauen. Und stattdessen eine Kette von Skandalen, 2015 Kolibakterien verseuchtes Fleisch für Tiernahrung soll entsorgt werden und landet wo? In Kantinen. 2016 sterben 8 Verbraucher, nachdem Fleischproduzent Sieber Listerien verseuchtes Essen auslieferte. 2019 sterben Menschen infolge einer bakteriellen Verseuchung durch Fleischprodukte Firma Wilke. Und 2020 diese Corona-Fälle. Nicht Ausnahmen, sondern die Regel sind permanent wiederkehrende Skandale, die auch töten. Der europäische Sozialkommissar Nicolas Schmit hat uns aufgefordert, wir müssen handeln, wir müssen europäisch handeln, damit die Fleischindustrie wieder faire, europaweite soziale Standards einhält, und zwar auch in Deutschland. Wir haben die 2017 die Generalunternehmerhaftung angeführt, wir haben im Entsendegesetz eine verbesserte Beratung, faire Mobilität als Prävention für Skandale dann auch verstetigt und auch die Finanzen besser ausgestattet, weil die beste Prävention ist immer eine gute Beratung zu wissen, was sind die Rechte und was sind die Möglichkeiten, wenn ich in Deutschland arbeite. Aber es bleibt notwendig, eine stärkere Kontrolldichte. Beim Zoll müssen alle Planstellen besetzt sein. Wir haben sie aufgestockt, aber es gibt immer noch die Information, dass 20% der aufgestockten Planstellen bis heute nicht besetzt sind. Wir müssen dann auch die Planstellen, die Menschen auf die Straße bringen. Wir brauchen einen IT-gestützten Datenaustausch zwischen Finanzämtern, Zoll, Polizei und Kommunen. Kann auch nicht sein, dass Akten noch transportiert werden und dass die auch schon mal verloren gehen auf dem Weg. Da muss die Software, da müssen die IT-Möglichkeiten endlich verbessert werden. Und Unterkünfte sind keine Ferienwohnungen, sondern sie müssen umfassend, weil sie der Erwerbstätigkeit dienen, müssen umfassend von allen Bereichen, auch vom Arbeitsschutz, kontrolliert werden können. Und was unmöglich ist, ein Matratzengeld, wo mehrere Beschäftigte sich eine Matratze teilen müssen, das ist Ausbeuten, das ist ähnlich der Sklaverei, und so etwas sind Dinge, die heute schon kriminell sind, aber hier muss der Kontrolldruck insgesamt verstärkt werden. Die Digitalisierung der Zeiterfassung, aber auch technische Fragen bei Umlüftern, mehr Frischluft, bessere Filter, da werden wir im Arbeitsstättengesetz tätig werden. Das Thema der Aerosole ist auch offenkundig ein Thema, das angegangen werden muss. Aber der Schlüssel sind die Zeit, sind die Werkverträge. Und Schlachtbetriebe, so wird auch berichtet beispielsweise von Müllerfleisch, Schlachtbetriebe werden von Subunternehmen umworben, regulär Beschäftigte zu entlassen und auf sie und auf Werkverträge zu setzen. Und so erodiert die klassische Beziehung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer mit seinen Rechten, indem der Unternehmer die Flucht aus dieser Verantwortung betreibt. Und deshalb sind Werkverträge derzeit in dem Bereich ein Instrument, um das regulierte, legale, sozial abgesicherte Arbeitsverhältnis zu zerstören. Und deshalb muss auch die Politik klar werden und handeln, so wie es Ludwig Erhard, wie es soziale Marktwirtschaft einfordert. Die Deutsche Bischofskonferenz appelliert, ich zitiere, ein auf Ausbeutung basierendes Geschäftsmodell in der Fleischwirtschaft muss die Politik wirksam durchbrechen, so die katholische Bischofskonferenz. Und diesem Appell werden wir folgen. Das Wort hat der Abgeordnete Uwe Witt für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer
an den TV-Geräten. Über Verbesserungen des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer in der Fleischindustrie brauchen wir eigentlich nicht zu diskutieren. Ich denke, alle Fraktionen im Deutschen Bundestag sind sich einig, dass Missstände beseitigt werden müssen. Nur das Wie wird wie immer sehr unterschiedlich angegangen. Während wir der Meinung sind, dass es bereits ausreichend staatliche Behörden und Instrumente zur Durchsetzung längst gesetzlich festgeschriebener Standards gibt, sehen wir die größte Problematik in der Umsetzung bzw. Kontrolle. Wir benötigen keine zusätzliche Kontrollbehörde, wie es die Linke plant. Wir benötigen eine Stärkung der vorhandenen Ämter durch Personalaufstockungen, durch Schulungen und vor allem konsequentere Durchsetzung der Richtlinien durch engmaschige Kontrollen in den Unternehmen. Werter Herr Laumann, die Zustände, die Sie hier zu Recht beklagt haben, hätten Sie durch effiziente Kontrollen auf Länderebene beseitigen können. Da stellt sich die Frage, warum Sie das nicht getan haben oder warum erst Corona Sie zum Agieren brachte. Wenn, wie es die AfD und die Alternative Vereinigung der Arbeitnehmer seit Jahren fordert, eine Obergrenze für Leiharbeit und Werkverträge von 15% eingeführt wäre, gäbe es auch keine derartigen Missstände im Gesundheitsschutz der Arbeitskräfte. Unsere Kollegen der Linken nutzen wieder einmal die Gelegenheit, unter dem Deckmantel von Arbeits- und Gesundheitsschutz Klassenkampfparolen zu verbreiten. Ihre weiteren Forderungen nach Stärkung von Betriebsräten und Gewerkschaften lesen wir in jedem Antrag der Linken. Diese stammen aus dem letzten Jahrhundert, wo das Ziel der Kommunisten die Einführung einer Räterepublik war. In der Bundesrepublik Deutschland gilt aber nach wie vor das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft. An die Adresse der Bündnis 90 Grünen muss ich wieder einmal erinnern, dass der Bürger nicht für dumm verkauft werden mag. Sie postulieren, Fleisch muss teurer werden. Glauben Sie wirklich, dass sich durch eine Verteuerung der Fleischpreise etwas an den Arbeits- und Gesundheitsbedingungen in den Schlachthöfen ändert? Ja, Sie glauben so einen Unsinn wirklich. Sie glauben ja auch, dass sich durch einen Preis für CO2 das Klima verbessert. Aber wo ich gerade beim CO2 angekommen bin, bei Ihrem zwanghaften Kurs zur Einführung der E-Mobilität, ist Ihnen der Gesundheitsschutz von Arbeitskräften so ziemlich schnurzpiep egal. Denn es sind nicht Kobolde, liebe Frau Baerböck, die im Kongo Kobalt für die Produktion der E-Autos abbauen, sondern minderjährige Kinder, die entweder die Volljährigkeit nie erreichen oder erhebliche gesundheitliche Langzeitschäden davontragen. Hauptsache, die grüne Öko-Bourgeoisie in Deutschland fühlt sich wohl. Ihr Verständnis für Gesundheitsschutz von Arbeitskräften ist mit Verlaub gesagt einfach nur heuchlerisch. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Katja Mast für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Vorredner hat klargemacht, dass er die Axt an die betriebliche Mitbestimmung und Demokratie in diesem Land legen will. Das werden wir von der SPD und das ganze Haus außer der AfD niemals zulassen. Das ist unglaublich. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Das Thema ist, dass wir Masseninfektionen von Menschen, die aus Osteuropa in der Fleischindustrie haben, in Deutschland. Und ja, der Fall Tönnies setzt dem eine neue Krone auf mit über 1500 Infizierten. Bis dahin war der Fall Müllerfleisch der größte Pandemiefall in der Bundesrepublik Deutschland, und Müllerfleisch liegt in Birkenfeld, direkt an der Stadtgrenze zu Pforzheim in meinem Wahlkreis. Und es war schon Ostern. Also das ist jetzt nicht so, dass das Thema Pandemie erst jetzt aufgetaucht ist, sondern nein, es gibt es die ganze Zeit. Was mich persönlich wahnsinnig aufregt, ist das, und das sieht man jetzt in Gütersloh, im Kreis Gütersloh ganz gut. Es ist ja nicht nur so, dass dort Menschen infiziert sind, es Quarantäne gibt
und vieles weitere, sondern wer trägt eigentlich die Kosten dieser Pandemiefälle? Wer zahlt es eigentlich, wenn jetzt die Familien, nachdem sie endlich wieder die Kinder in die Kita schicken konnten, die Kinder sich gefreut haben, in die Schule schicken konnten, die Pflegeeinrichtungen wieder geöffnet waren, jetzt sind sie wieder geschlossen. Es sind wieder die Familien in der Bundesrepublik Deutschland und dort in Gütersloh, die jetzt die Kosten der Pandemie tragen. Das können wir nicht zulassen. Es muss Schluss sein mit diesem Geschäftsmodell in der deutschen Fleischindustrie, und ich sage bewusst Industrie und nicht Handwerk an dieser Stelle, weil genau darum geht es. Und dieses Geschäftsmodell funktioniert doch so: Im Kernbereich der Produktion arbeiten Leute über Sub-Konstellationen mit Werkverträgen. Für die gilt keine Arbeitszeitregelung, für die gilt kein Arbeitsschutzgesetz, kein überprüfbares und, aus mangelnden Kontrollen und vielen, aber es sind eben keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Konzerns. Und deshalb funktioniert vieles an Kontrollen, was wir haben, nicht. Auch in den Unterkünften nicht, nämlich dieser zweite Punkt. Die Leute leben in schäbigen Unterkünften, in Massenunterkünften, Sammelunterkünften, und auch dort findet Infektion statt. Und deshalb sind wir nicht erst seit Ostern, seit der erste große Pandemiefall da ist, dazu bereit zu sagen, mit diesem Geschäftsmodell müssen wir in der Bundesrepublik Deutschland aufräumen. Arbeitsminister Heil hat klar dargestellt, worum es geht. Es geht um das Verbot von Leiharbeit und Werkverträgen im Kernbereich der Produktion. Es geht darum, Kontrollen und Kontrollmöglichkeiten zu intensivieren und auch Kontrollquoten festzuschreiben, damit Kontrollen stattfinden. Und es geht darum, über die elektronische Arbeitszeiterfassung dafür zu sorgen, dass die Arbeitszeitbestimmungen auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fleischindustrie gelten. Das sind alles unsere Antworten. Wir führen keine Lifestyle-Debatten. Wir führen keine Debatten, das Schnitzel muss teurer sein, dann ist es schon gut für die Landwirtschaft und die Beschäftigten in der Fleischindustrie. Nein, wir müssen gesetzlich regeln, keine Lifestyle-Debatten führen, sondern wir müssen dafür sorgen, dass das, wofür wir zuständig sind, für das Gemeinwohl in der Bundesrepublik Deutschland zu sorgen. Und deshalb freue ich mich auf die Gesetze, die wir im Herbst gemeinsam diskutieren werden. Das Wort hat die Kollegin Gide Jensen für die FDP-Fraktion. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als Freie Demokraten stehen wir hinter den Arbeitnehmern, und wir stehen hinter, und deshalb verteidigen wir sie hier auch so regelmäßig, hinter Unternehmern und Arbeitgebern. Und zwar, weil wir überzeugt sind, dass Sie als ehrbare Kaufleute diese Gesellschaft bedeutend mitgestalten, weil Ihr Innovationsgeist uns enormen Wohlstand beschert hat, weil Sie Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Gesellschaft übernehmen und weil Sie persönliches Risiko tragen und im Zweifel dann auch dafür haften, wenn es Fehler gegeben hat. Und deswegen muss ich sagen, wie bei der Firma Tönnies und Konsorten Menschen behandelt wurden und werden und wurden, ist nicht nur verachtenswert, sondern das ist beschämend. Hier wird Marktmacht, die besteht, nicht nur für Fortschritt und Innovation genutzt, sondern für systematische Ausbeutung. Und so ein Verhalten, meine Damen und Herren, und auch der Minister hat es angesprochen, wir sind uns da sicherlich hier einig, so ein Verhalten hat überhaupt nichts mehr mit ehrbarem Kaufmann, mit ehrbarer Kaufmannschaft zu tun. Und genau deshalb müssen wir doch hier genau hinsehen und verstehen, was in so einer Branche mit über 125.000 Angestellten, wenn man Schlachtung und Zerlegung zusammennimmt, zu solchen eklatanten systematischen Verstößen gegen Hygiene- und Arbeitsschutzmaßnahmen und gegen Würde und Anstand kommen konnte und entsprechend auch Gesetze daraus ableiten. Liebe Bundesregierung, der Minister hat es angesprochen, packen Sie das als offensichtlich bekannte Problem an der Wurzel und bekämpfen Sie hier nicht nur Symptome. Der Minister hat sich abgemeldet, aber trotzdem möchte ich ihn direkt ansprechen. Herr Heil, unter der Federführung des FDP-Sozialministeriums in Schleswig-Holstein hat die Arbeits- und Sozialministerkonferenz bereits Ende 2019 einstimmig klare Arbeitsaufträge an Sie formuliert. Leider hat es daraufhin ein halbes Jahr gar keine Reaktion von Ihrem Haus bekommen. Aber meine Damen und Herren, worum es in dieser Debatte doch gehen sollte und gehen muss, ist um eine Verbesserung der Bedingungen genau für diejenigen, die unsere Nahrungsmittel herstellen. Wir müssen deswegen Kontrollmöglichkeiten verbessern. Minister Heil, Sie sagten selber,
Die schärfsten Regeln, die nützen nichts, wenn ihre Einhaltung nicht kontrolliert wird. Und deswegen müssen aus unserer Sicht zwei Dinge ganz besonders wichtig sein in den nächsten Wochen. Und wir freuen uns da auf den Referentenentwurf aus dem BMAS. Sorgen Sie dafür, dass die staatlichen Arbeitsschutzbehörden der Bundesländer besser kontrollieren können. Ändern Sie die Arbeitsstättenverordnung, sodass die Kontrolleure eben auch Zugang zu scheinbar privat vermieteten Wohnräumen bekommen. Und zweitens, wir brauchen umgehend, und es wurde hier angesprochen, flächendeckende, nicht manipulierbare digitale Zeiterfassung für alle Beschäftigten, damit eben der Mindestlohn nicht durch unberücksichtigte Mehrarbeit unterlaufen werden kann. Was man der Bundesregierung aber zugutehalten muss, das ist im Gegensatz zu den Grünen, und wir debattieren ja heute hier zwei Anträge, dass sie es versteht, dass arbeitgeberseitig und gestellter oder vermittelter Wohnraum von Arbeitgeberseite bereits jetzt von der Arbeitsstättenverordnung eingeschlossen ist. Der Wortlaut im Antrag der Grünen ist deswegen falsch, und ich würde darauf verweisen, nochmal in die entsprechende ASMK-Formulierung zu gucken. Meine Damen und Herren, diese ausbeuterischen Zustände in der fleischverarbeitenden Industrie, und da sind wir uns hier alle einig, die müssen beendet werden und vor allen Dingen auf Menschenwürde geachtet werden. Sie bringen nämlich eine ganze Branche in Verruf, also eben auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen in der Fleischverarbeitung, die sich mit bedeutender Mehrheit an Vorgaben halten, die ausbilden und gute Löhne zahlen. Das sind die ehrbaren Kaufleute von uns um die Ecke. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Das sind genau die ehrbaren Kaufleute bei uns um die Ecke, hinter denen wir als Freie Demokraten stehen, hinter denen dieses Haus stehen sollte und die wir vor illegaler Wettbewerbsverzerrung schützen müssen. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Susanne Ferschel für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, das Schweinesystem in der Fleischindustrie ist seit Jahren bekannt. Es beutet Mensch und Tier aus. Und mein Fraktionskollege Klaus Ernst hat vor 7 Jahren genau hier an der Stelle von unterlassener Hilfeleistung gegenüber den Werksvertragsarbeitnehmern gesprochen. Geändert hat sich nichts. Die Ausbeutung lief weiter, bei Tönnies rollte der Rubel, Sigmar Gabriel hat auch noch was davon abbekommen und jetzt ist ein ganzer Landkreis im Shutdown. Und erst jetzt, seitdem auch Einheimische betroffen sind, rücken auch die Arbeitsbedingungen der überwiegend osteuropäischen Kolleginnen und Kollegen ins Scheinwerferlicht. Das ist doch skandalös. Und Ministerpräsident Laschet aus Nordrhein-Westfalen behauptete auch noch, das Virus komme von dort. Nicht die rumänischen Kolleginnen und Kollegen haben das Virus verbreitet, sondern diese ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, dieses ausbeuterische Schweinesystem hat dieses Virus verbreitet. Die Bundesregierung will jetzt Werksverträge verbieten und ich bin gespannt, wie sich die Union verhalten wird. Ich habe Ihnen zugehört, Herr Minister Laumann, und ich nehme Ihnen das auch ab. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob alle verstanden haben, worum es geht. Weil noch vor wenigen Wochen meinte Herr Straubinger von der CSU im Bayerischen Rundfunk, er halte nichts von strengeren Regelungen. Und ich zitiere, es kommt darauf an, ob die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch in ihrer Freizeit immer die Vorschriften des Abstandhaltens eingehalten haben. Ja, wie zynisch ist das denn, wenn man weiß, dass die Beschäftigten Schulter an Schulter arbeiten müssen und nach ihren 12-Stunden-Schichten zusammen im Minibus in ihre Massenunterkünfte gebracht werden. Da sucht man lieber mal wieder nach Sündenböcken, um vom eigenen politischen Versagen abzulenken. Und deswegen hoffe ich, dass dieses Mal der Gesetzesentwurf aus dem Ministerium Heil nicht wieder von der Union verwässert wird. Dass es auch anders geht, zeigt ein Blick nach Dänemark. Stundenlöhne von 25 Euro, keine Werkverträge und Subunternehmen, Arbeitszeiten von 7,5 Stunden, eingehaltene Hygienevorschriften und zur Verfügung gestellte Schutzausrüstung und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Alles Dinge, die es in Deutschland, diesem Subunternehmertum, nicht gibt. Und mit dieser Schmutzkonkurrenz, mit diesem Lohndumping macht Deutschland die Arbeitsplätze in Dänemark und in anderen EU-Mitgliedstaaten kaputt. Und da ist es doch auch kein Wunder, wenn es Beschwerden wegen unlauterem Wettbewerb kommt. Deswegen muss damit jetzt Schluss sein.
wir nicht brauchen, sind freiwillige Verpflichtungen der Unternehmen. Wir brauchen auch keinen Mindestpreis beim Fleisch und auch keine wohlfeilen Appelle an die Verbraucher. Wir brauchen jetzt endlich klare Regelungen und Gesetze, um diesen Saustall auszumisten. Und nach der Rede des Herrn Minister heute gehe ich eigentlich davon aus, dass die SPD unserem Antrag zustimmen wird. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Friedrich Ostendorf für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, endlich. Endlich sind die Zustände, die viele von uns schon lange kannten, für jeden sichtbar. Menschenverachtende Arbeits- und Lebensbedingungen zum einen, auf der anderen Seite super organisierte Verantwortungslosigkeit. Besonders die Zerlegebereiche in den Schlachtstätten, in den Großschlachtstätten, haben sich zu Turbovirenschleudern entwickelt. Täglich, das mussten wir uns mal vorstellen, täglich 25.000 Schweine in Reda-Wedenbrück bei Tönnies wurden dort geschlachtet. Jeden Tag, Tag für Tag. Tönnies hat offiziell 10 bis 12 Euro Schlachtkosten pro Tier. Das sind die geringsten Schlachtkosten Europas. Jeder, der die Branche kennt, weiß, dass die Schlachtkosten gegen Null gehen, weil es ja noch die Vermarktung des fünften Viertels gibt. Aber wir nehmen mal die offiziellen Zahlen. Belgien, Dänemark und Holland beklagen seit langem die extreme sklavische Ausbeutung, die hier in Deutschland mit Vertragsnehmern, Werkvertragsnehmern gemacht wird. Unsere handwerklich orientierten mittelständischen Schlachter, die es ja auch noch gibt, haben zum Vergleich rund 25 Euro Kosten, um ein Tier zu schlachten. Wie sollen Sie dem Druck dieser Konkurrenz standhalten, der auf dem Rücken der Werkvertragsarbeitnehmer aus Rumänien und Bulgarien im Wesentlichen ausgetragen wird, liebe Kolleginnen und Kollegen? Den Preis dieses Billigfleischsystems, den bezahlen die Menschen, den bezahlen die Tiere und den bezahlt auch die Natur. In der Landwirtschaft, ihrem nachgelagerten Bereich, gilt nur eine Maxime: Wachstum, Effizienz, Billigfleischausrichtung am Weltmarkt. Das brachte extrem spezialisierte Betriebe hervor, oligopolartige Marktstrukturen folgten. Wir sehen es in der Fleischindustrie, bei den Molkereien, wir sehen es im Lebensmitteleinzelhandel. Zwei Drittel, meine Damen und Herren, des Schweinefleisches werden über Sonderangebote verramscht. Jedes Mitte der Woche kommen ja die Angebote ins Haus geflattert, jeder kennt es. Diese Preise lügen. Kolleginnen und Kollegen, Sie lügen, das System ist schwach, das System ist krank. Die Konsequenz daraus kann für uns doch nur heute die Wende sein, der Neubeginn, raus aus diesem kaputten System. Das heißt, wir müssen Lebensmittelproduktion in der Breite endlich neu denken. Wir müssen aufhören, an freiwilligen Vereinbarungen leidenschaftlich herumzubasteln, wie unsere Landwirtschaftsministerin das gerne tut, die sowieso nie kommen. Doch der Ernst der Lage, das Ausmaß der Katastrophe wird für viele erst jetzt sichtbar. Wie hoch die wirklichen gesellschaftlichen Kosten dieser Produktion sind und wer sie eigentlich bezahlt. Wir brauchen den grundlegenden Wandel, wir brauchen die große Veränderung in der Fleischproduktion. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir dieser menschenunwürdigen, tierverachtenden, naturzerstörenden Ungerechtigkeit ein Ende bereiten wollen, dann müssen wir das schneller, höher, weiter, an der sich so viele in der Branche klammern, endlich beenden. Es hat mich gefreut, dass einige CDU-CSU-Agrarpolitiker, ich hatte es nicht erwartet, eine Diskussion scheinbar entfachen wollen, und da kann man sie nur bestärken, regionale Schlachthofstrukturen zu fördern und neu aufzubauen. Viele Bäuerinnen und Bauern, das will ich Ihnen sagen, wollen die Veränderung, sie sind lange auf dem Weg. Kollege Max Straubinger das Wort.
Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, die Emotionen gehen hoch und das zu Recht angesichts natürlich der Corona-Fälle, die wir feststellen in Schlachtbetrieben und darüber hinaus. Und ich möchte schon auch zum Ausdruck bringen, es ist nicht nur in Schlachtbetrieben, dass es Corona-Fälle gibt, sondern es gibt es auch woanderswo. Auch in großen Wohnanlagen, in Magdeburg zum Beispiel, wurde eine große Wohnanlage mit 800 Menschen unter Quarantäne gestellt. Also es ist meines Erachtens durchaus am Ende einer solchen, auch emotionsgeladenen Debatte, was auch richtig ist, meines Erachtens schon ein bisschen wichtig, auch etwas zur Sachlichkeit zurückzukehren und nicht nur von organisierter Verantwortungslosigkeit und von Ausbeutertum und Sonstiges zu reden, denn letztendlich haben wir auch großartige Produkte, die die Bäuerinnen und Bauern erzeugen, aber gleichzeitig auch die Lebensmittelindustrie und da gehören auch die Schlachtbetriebe mit dazu. Und verehrte Damen und Herren, und deshalb möchte ich schon auch feststellen, dass zuerst einmal unser Bedauern und Sonstiges natürlich gilt denen, die von Covid und Corona betroffen worden sind. Und denen wünsche ich allen eine Gesundheit, beste Gesundheit und natürlich zusätzlich zukünftig in den Schlachtbetrieben möglicherweise, wenn es dort durch Umweltanlagen und Sonstiges vielleicht eine besondere Anfälligkeit gibt, dass dies sehr schnell in technischer Hinsicht abgestellt werden kann, damit zukünftig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon nicht mehr betroffen sind. Denn letztendlich geht es um die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Kollege Straubinger, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Müller-Gemmecke? Ja, gerne. So kann man das auch unterschreiben. Nein, wir spielen Vielen nichts Dank. Unter. Nein. Ein Blick auf die Realität und auf die Sachlichkeit schadet nicht in einer Diskussion, in einer Gesetzgebung. Die Frau Müller-Gemmecke hat zuerst das Wort. So, jetzt bedanke ich mich erstmal bei der Frau Präsidentin, dass sie mir die Frage ermöglicht und der Kollege auch. Ja, meine Frage ist eigentlich ganz kurz. Ich kann es ganz kurz machen. Herr Straubinger, Herr Kollege. Es wird gerade immer wieder häufig gesagt, dass die Corona-Pandemie ja im Prinzip wie ein Brennglas wirkt und dass es eigentlich um diese Strukturen drunter geht, die es schon lange gibt und die es zu bekämpfen gibt. Jetzt habe ich gerade vieles gehört von Ihnen und ich will eigentlich nur ganz, ganz einfach wissen, werden Sie einen Gesetzentwurf unterstützen, der bedeutet, dass im Kernbereich eines Schlachthofs beim Schlachten und Zerlegen Werkverträge nicht mehr möglich sind? Ja oder nein? Wir werden einen Gesetzentwurf bekommen und den werden wir dann sachgerecht beraten. Ja oder nein? Und da ist, natürlich ist es wünschenswert, dass der Kernbereich oder wie groß man den Bereich macht, mit festangestellten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern stattfindet. Das ist aber in vielen Schlachthöfen, die wir jetzt im Brennpunkt haben, auch der Fall. Also es ist ja nicht so, dass Tönnes zum Beispiel nur lauter Werkvertragslösungen hat, sondern der hat sehr viele Selbstangestellte, aber die wurden auch nicht von der Pandemie ausgeschlossen in ihrem Betrieb. Das ist ja das Problem. Unabhängig davon, ob jemand festangestellt ist, Werkvertragsarbeitnehmer ist, Leiharbeitnehmer, Zeitarbeitnehmer ist, jeder wurde betroffen in diesem Betrieb. Und deshalb gilt es in dieser Frage, dafür zu sorgen, dass die Arbeitsschutzbestimmungen, die Gesundheitsbestimmungen, die Hygienevorschriften insgesamt fest eingehalten werden. Und wenn vorher geklagt worden ist, dass wir jetzt so große Betriebe haben, dann möchte ich schon darauf hinweisen, warum haben wir die? Herr Kollege, weil wir vielfältigst, gleich Herr Präsident, weil wir vielfältigst mit Hygienevorschriften, mit Gesundheitsvorschriften und dafür auch einen Beitrag dazu geleistet haben, dass es nur noch große Betriebe gibt, die dies auch mit Schultern und mit leisten können. Wir hatten Schlachthöfe vor Ort.
Wie viele Schlachthöfe wurden in Städten und in Kommunen geschlossen? Warum wurden sie geschlossen? Weil sie diese Bedingungen nicht mehr erfüllen konnten oder nicht mehr wollten, weil die Abwasserbeseitigung eine große Herausforderung war und. Und das ist auch mit eine Grundlage dessen, dass wir mittlerweile eine solche Konzentration von Großbetrieben haben. Und das haben wir leider in der Entwicklung der Landwirtschaft genauso. Herr Kollege Straube, erlauben Sie eine weitere Zwischenfrage aus der Fraktion Die Linke. Und ich möchte die Kolleginnen und Kollegen, die Zwischenfragen stellen, bitten, so lange stehen zu bleiben, bis die Frage aus Ihrer Sicht befriedigend beantwortet ist, Chance ist, dass ich feststellen kann, ob die Redezeit wieder normal laufen kann. Frau Kollegin, bitte, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Straubinger, vielen Dank, dass Sie die Frage zulassen, weil ich würde da gerne noch mal nachhaken, weil ich finde, dass wir in der Diskussion und auch der Minister ganz deutlich klargemacht haben, dass wir nicht über die kleinen Schlachtereien und nicht über die kleinen Metzgereien und wie sie immer heißen, darüber reden wir gar nicht. Wir reden über die Schlachtindustrie. Und da könnt, und meine Landwirtschaftsministerin in Niedersachsen, Frau Otte-Künast, hat noch vor 2 Wochen das... Die Frau Künast legt Wert stand auf, in meiner Lokalzeitung in Hameln-Pyrmont, dass sie sich dagegen ausspricht, dass Werkverträge verboten werden. Jetzt habe ich mitgekriegt, Frau Otte-Künast hat an der Stelle ihre Position geändert und wird genau das mittragen. Ich frage mich, wieso das in Richtung Bayern nicht auch möglich ist. Das wäre doch ein Punkt, wo man die Wettbewerbsfähigkeit wieder stärken kann an der Stelle. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass über diese Diskussion, die wir alle mitbekommen haben, die dramatisch war ohne Ende, es Länder gibt, die sich einfach nicht bewegen, weil sie meinen, das ist richtig, was da passiert. Und da hätte ich gerne mal Ihre Meinung noch mal dazu gewusst. Frau Kollegin Kröllmann, herzlicher Dank natürlich für die Frage, aber es ist doch so, dass wir sehr viele Arbeitsschutz-, Gesundheits- und Hygiene- und sonstige Bestimmungen auch der Berufsgenossenschaften haben. Der Kollege Karl-Josef Laumann, der Landesminister, hat es ja aufgezeigt und er hat die Verstöße festgestellt, die zweifelsohne zum Teil sehr gravierend sind. Trotzdem verstehe ich nicht, dass nur 64 Bußgeldbescheide dann erlassen worden sind. Also ja, sicherlich, weil es zusammengefasst sind, das ist schon in Ordnung. Aber wenn dann das Strafmaß auch nicht ausgefüllt wird und dergleichen mehr und dann vielleicht auch noch festzustellen ist, dass wenn Verstöße festgestellt werden, die gilt es dann natürlich auch abzustellen. Und ich nehme an, dass das Landesministerium und die entsprechenden Landratsämter darauf auch spezialisiert sind, diese Verstöße auch abzustellen. Also wir werden ja nie feststellen können, dass es eine verstoßfreie Arbeitswelt geben wird. Auch in anderen Branchen wird es dies nicht geben. Und wenn Verstöße festgestellt werden, dann ist das die Aufgabe, dass dies abgestellt wird und dass es zukünftig nicht mehr eintritt. Und da glaube ich nicht, dass das ein Allheilmittel sein kann, wenn man den Werkvertrag verbietet. Wir haben das ja zustande gebracht mit der GSA Fleisch 2017, dass wir eine Generalunternehmerhaftung eingeführt haben für die Abführung der Sozialversicherungsbeiträge und dergleichen mehr, Frau Kollegin Grellmann. Und die hat offensichtlich gewirkt. Zumindest habe ich heute vom Kollegen Landesminister Laumann nicht feststellen können, dass er Verstöße gegen die Bezahlungen und die Einhaltung des Mindestlohnes dargelegt hätte. Das ist ja auch ein sehr entscheidendes Moment. Und wir haben mittlerweile auch einen sehr anziehungsfähigen, hohen Mindestlohn, was auch bedeutet, dass die Fleischindustrie das, ja, natürlich, ja, ist klar, bei Ihnen ist er immer zu niedrig, wenn wir 12, ich fordere, dass wir einen Branchenmindestlohn einführen von 12 Euro. Da bin ich sehr dafür als CSU. Dann werden Sie 13,50 Euro verlangen. Das ist mir doch völlig klar. Also brauchen wir gar nicht reden. Also das ist ja ein wichtiges Kriterium, das auch mit einzuführen. Aber offensichtlich hat dieses Gesetz gewirkt. Und dann frage ich mich, ob wir mit Verboten arbeiten müssen, oder ob wir für die Arbeitsschutzbestimmungen, für die Einhaltung der Gesundheitsschutzbestimmungen, Einhaltung anderer Vorschriften, nicht auch eine Generalunternehmerhaftung hier mit einführen können.
Es gebietet ja letztendlich hier dies auch in einer Diskussion, Frau Müller-Gemmicke, dies mit zu beachten, welches Instrumentarium ist das Beste, um das Beste für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in dieser Branche zu erreichen. Das ist doch unser aller Anliegen. Und das müssen wir auch, und das müssen wir doch auch in einer Diskussion dann zum Austausch bringen. Und dann ist für mich schon noch auch, es wurde ja ständig auch mit Tage, aber dafür gilt für jedes Arbeitsverhältnis, Frau Müller-Gemmicke, für jedes Arbeitsverhältnis, ob es Leiharbeit ist, ob es Zeitarbeit ist, ob es ein Werkvertrag ist oder ob es ein festangestelltes Vertragsverhältnis ist, gelten die gleichen Arbeitsschutz, die gleichen Gesundheitsschutz, die gleichen hygienischen Anforderungen, die zu erfüllen sind. Jetzt kann ich klagen darüber, dass das der eine als Werkvertragsunternehmer bringen muss, das ist zweifelsohne schwieriger, dann vielleicht zur Kontrolle, das gebe ich zu. Aber wenn ich eine Generalunternehmerhaftung für den Auftraggeber mit einführe, wieso soll das nicht dann die Lösung sein? Und deshalb möchte ich der Diskussion nicht vorgreifen und damit natürlich auch einen Konflikt herbeizuführen, auch mit der Europäischen Union. Wir haben Arbeitnehmerfreizügigkeit, wir haben Dienstleistungsfreizügigkeit. Die meisten Feststellungen werden wir wohl feststellen bei Werkvertragsunternehmen, die nicht auf deutschem Recht begründet sind, sondern die auf bulgarischen oder rumänischen oder anderem Recht begründet sind. Hier haben wir die meisten Probleme, die dann die Arbeitnehmer über die A1-Bescheinigung hier natürlich mit bei uns in die Arbeit bringen. Und dort gibt es möglicherweise auch die meisten Verstöße, die wir nicht haben wollen. Da sind wir uns alle einig. Aber das gilt es in der Diskussion hier entsprechend mit zum Ausdruck zu bringen und dafür zu werben und dafür zu arbeiten. Und da bin ich mit überzeugt, da haben wir eine gute Grundlage dafür. Aber vor allen Dingen geht es darum, wir haben hervorragende Lebensmittel. Gleich, ob sie konventionell oder bio und sonstiges mitproduziert worden sind. Aber die Bäuerinnen und Bauern, die warten darauf, lieber Herr Landesminister, die warten darauf, dass sie ihre Schweine auch wieder zur Schlachtung bringen können. Denn die stehen in den Ställen und die Ställe, die sind natürlich dann propfenvoll und das kann es nicht so sein. Und abgesehen davon, auch der Handel benötigt wieder Fleischware. In diesem Sinne wünsche ich gute Beratungen und ich bin überzeugt, dass wir gute, sachorientierte Lösungen finden werden. Ich bedanke mich beim Herrn Präsidenten für die Geduld. Sie hatten sicher den längsten Redebeitrag. Nächster Redner ist für die SPD-Fraktion der Kollege Rainer Spiering. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, Sie treffen mich mit hoher Betroffenheit. Ich wohne anders als Max Straubinger, der auch eine andere Wahrnehmung hat, mitten dort, wo die Schlachtungen alle stattfinden. 2 Kilometer zum Großzerleger West Crown, 35 Kilometer zum größten Schlachthof Europas, zu Tönnies, 60 Kilometer zum größten Rinderschlachthof Europas, auch Tönnies Eigentum, 80 Kilometer zur Schlachtung von Danish Crown. Ich bin in allen Betrieben gewesen und um eins möchte ich Sie hier alle bitten. Verkennen Sie nicht, was diese Tötungsmaschinerie mit uns macht. Wer in dem Maßstab Tiere in der Geschwindigkeit tötet, mit dem passiert was. Und wenn Sie vor die Werkstore fahren und sich anschauen, wie ein Großteil Kolleginnen und Kollegen aus Osteuropa unter schäbigsten Bedingungen lebend, schlecht behandelt, ultra schlecht bezahlt, diesen Arbeitsplätzen nachgeht, das macht etwas mit unserem Land. Das macht etwas mit der Moral unseres Landes und das gehört Kolleginnen und Kollegen abgestellt. Ich appelliere dringend gerade an die Kolleginnen von CSU und CDU, namentlich auch an den Kollegen Max Straubinger. Ich fand den Minister Laumann in seinen Ausführungen und auch Hubertus Heil sehr gut nachvollziehbar. Die Gespräche mit den Managern dieser Firmen haben eins deutlich hervorgebracht. Sie jammern geradezu danach nach einer gesetzlichen Regelung, weil sie selbst überhaupt nicht dazu in der Lage sind, sich freiwillig zu einigen.
weil der Konkurrenzkampf zwischen ihnen so hoch ist, dass sie überhaupt keine Probleme haben, sich gegenseitig vom Markt zu fegen. Und deswegen ist es für die gesamte Branche eine unglaublich wirksame Waffe, wenn der Sozialminister zusammen mit dem Land Nordrhein-Westfalen und hoffentlich auch mit dem Land Niedersachsen die Werksverträge in der Schlachtindustrie hier in unserem Land nachdrücklich und ausdrücklich verbietet. Dem Kollegen Straubinger sei gesagt, in allen Gesprächen, die ich zu Hause geführt habe, verlange ich schon lange einen Grundlohn von 13,50 Euro. Das hat übrigens auch mit Wertschätzung von Arbeit etwas zu tun. Das hat mit Anerkennung von Arbeit etwas zu tun. Und dann ist es mir völlig egal, ob die Kolleginnen und Kollegen aus Rumänien, Bulgarien, Ukraine kommen. Mir geht es darum, dass sie ordentlich bezahlt werden. Und dann will ich Ihnen noch etwas mal sagen, was dieser Markt erzeugen wird. In dem Moment, wo die höhere Löhne zahlen werden, werden sie den Preis weitergeben. Und die mehr, dass die aus diesem Land verschwinden, ist doch völliger Humbug. Die Investitionen sind zu groß, sie können gar nicht mehr woanders hin. Und sie finden auch im Übrigen in keinem anderen Land die Infrastrukturmaßnahmen, um permanent zu reparieren. Und deswegen ist ein Gebot der Stunde, denen das Handwerk zu legen und für die Kolleginnen und Kollegen dafür zu sorgen, dass sie anständige Bedingungen in diesem Land finden. Und zwar unabhängig von der Kultur, von der sie kommen, und unabhängig von der Nationalität, aus der sie kommen. Und das kann dieses Haus schaffen. Vielen Dank, Herr Kollege Spiering. Nächster Redner ist der Kollege Peter Weiß, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich finde es eigentlich nicht in Ordnung, dass in vielen Reden so getan wird, als hätte man noch nie etwas gemacht. Ich bin sehr stolz darauf, dass auf Initiative unseres damaligen Kollegen Karl Schiewerling, damals Vorsitzender der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der CDU-CSU-Fraktion, wir 2017 das GSK-Fleisch gemacht haben. Und das GSK-Fleisch gemeinsam in einer großen Koalition. Und das GSK-Fleisch war eine klare Ansage. Verschärfte Generalunternehmerhaftung. Und Generalunternehmerhaftung, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, ist nicht nur eine rechtliche Hülle, sondern das ist auch ein Appell an eine moralische Verantwortung, die man hat. Und deswegen ist es umso enttäuschender, dass offensichtlich diese klare Ansage nicht bei jedem richtig und konsequent genug angekommen ist. Und deswegen bedauere ich eigentlich, dass wir rechtlich nachschärfen müssen. Und wir haben in einem Eckpunktepapier, das das Kabinett verabschiedet hat, klargestellt, an welchen Stellen wir zusätzlich handeln wollen, um unsere Verantwortung als Politiker wahrzunehmen. Und ich möchte Karl-Josef Laumann ein herzliches Dankeschön sagen, dass er seine Verantwortung, die er als Landesarbeits- und Sozialminister und Gesundheitsminister hat, nämlich auch zuständig für die Arbeitskontrolle, wahrnimmt und zu uns in den Bundestag gekommen ist. Ein herzliches Dankeschön an seinen klaren und eindeutigen Bericht. Weil wir bekommen es auch noch hin, wenn wir Bundesgesetzgebung und die Verantwortung der Länder eng zusammenführen. Und er hat uns für dieses Eckpunktepapier in einem Schreiben an die Bundeskanzlerin sehr präzise Vorschläge gemacht, wie sie auch Hubertus Heil als zuständiger Bundesarbeitsminister gemacht hat. Und beide Vorschläge sind ja auch in das Eckpunktepapier der Bundesregierung eingeflossen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, es geht nicht darum, eine bestimmte Form von Arbeitsgestaltung wie Werkvertrag generell schlecht zu reden, sondern es geht darum, dass Werkvertragsgestaltungen über Sub- und Sub- und Subunternehmen nicht dazu führen, dass am Schluss nicht mehr Verantwortung wahrgenommen wird, sondern Verantwortungslosigkeit herrscht. Das gilt es zu bekämpfen. Und dann finde ich, muss man in so einer Debatte auch über unsere Landwirtschaft reden. Unsere Landwirte produzieren hochwertige Lebensmittel, gutes Fleisch. Und ich finde, ein hochwertiges Lebensmittel ist nichts, was verramscht werden darf. Und der Unterschied ist ja gar nicht so groß, was
es wird immer noch schon, dann wird alles teurer. Ich will ein Beispiel machen. In meinem Wahlkreis haben sich vor zwei Jahrzehnten 50 Landwirte zusammengeschlossen zu einer Erzeugergemeinschaft, haben ein eigenes kleines Schlachthaus gebaut, was wegen großer Nachfrage jetzt übrigens erweitert wird. Und ich war letzte Woche bei denen. Und dann sagt mir mal Folgendes. Was ist denn der Preisunterschied bei einem Kilo Rinderfilet, um jetzt was Hochwertiges zu nehmen? Der Preis von einem Kilo Rinderfilet, was ich bei euch kaufe, im Vergleich zu dem, was aus der Industrie kommt. Dann haben sie mir gesagt, der Preisunterschied pro Kilo ist 40 Cent. Jetzt, egal ob man viel Geld oder wenig Geld verdient, aber 40 Cent pro Kilo Rinderfilet ist nicht die Welt. Und deswegen finde ich es gut, dass unsere Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die auch dieser Debatte beiwohnt, das Thema fairer Preis für gute Leistungen unserer Landwirte, für gutes Fleisch, auch zu ihrem Thema gemacht hat. Darum geht's. Also, kommen Sie bitte zum Schluss. Um zum Schluss zu kommen, Herr Präsident. Wir werden per Gesetzgebung dafür sorgen, dass jeder seine Verantwortung konsequent wahrnimmt. Aber wir müssen auch als Gesellschaft sagen, jawohl, wir stehen dazu, dass gute Landwirtschaftsprodukte auch ihren fairen Preis verdienen. Und wir sind bereit, für diesen fairen Preis auch etwas zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Weiß. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Bernd Rützel, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, bis in die 80er Jahre hinein war es bei uns auf dem Land üblich, dass einmal im Jahr die Waschküche ausgeräumt worden ist. Der ortsansässige Metzger kam, schlachtete ein Schwein, zerlegte es, hat es gleich verarbeitet und so war der Bedarf an Wurst, Schinken und Käse und Fleisch für Monate gedeckt. Käse auch? Käse auch. Sie hören gut zu, Herr Präsident. Das finde ich gut. Diese Tradition ist aber seit den 90er Jahren immer mehr verschwunden. Es gibt es noch, das Fleischerhandwerk, das ehrliche Fleischerhandwerk und wohl denen, die einen Fleischer noch um die Ecke haben. Aber unser Hunger wird mittlerweile industriell gestillt. Und diese großen Fleischfabriken, diese Industrie, und ich konnte es nicht glauben, ich habe das auch selber gelesen vor ein paar Wochen, 30.000 Schweine in einer Fabrik an einem Tag. Und das Tag für Tag. Das ist Wahnsinn, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir müssen uns schon fragen, was sind uns denn Mensch und Tier wert? Und das, was wir vielleicht hier wissen, weil wir auch schon zweimal eingegriffen haben, 2014 und 2017 mit dem Mindestlohn und dann mit der Generalunternehmerhaftung, dass die Sozialversicherungsbeiträge bezahlt werden, was wir wissen, ist immer wieder umgangen worden. Aber jetzt weiß es die Öffentlichkeit und jetzt ist es deutlich herausgekommen durch diese ganze Corona-Pandemie. Und jetzt ist eine breite Übereinstimmung, dass Schluss sein muss mit Ausbeutung in dieser Branche, dass Schluss sein muss. Und deswegen bin ich froh, dass Hubertus Heil diese 10 Eckpunkte vorgelegt hat. Der Kern davon ist das Verbot der Werkverträge, der Leiharbeit, aber auch mehr und besser zu kontrollieren und auch die Arbeitszeit aufzuzeichnen. Und dann wird es besser dort. Und das werden wir tun, das müssen wir tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn die Beschäftigten dort arbeiten, ausgenutzt werden, wenig Lohn bekommen, oftmals um ihren Lohn geprellt werden, in schlechten Unterkünften untergebracht sind und bis zur Erschöpfung arbeiten müssen, dann dürfen wir nicht zugucken. Wir müssen handeln. Wir sind es den Beschäftigten schuldig. Wir sind es uns allen Verbraucherinnen und Verbrauchern schuldig. Und wir sind es den Tieren schuldig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich möchte sagen, ja, Fleisch darf kein Luxusgut werden. Es darf aber auch keine Ramschware bleiben. Und deswegen müssen wir anpacken und deswegen werden wir anpacken. Notfalls auch gerne in einer Sondersitzung. Wir haben schon andere Sondersitzungen wegen anderen Themen gemacht in diesem Jahr. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege
Kurzel, entschuldigen Sie bitte meine erstaunte Zwischenfrage nach Käse auch. Ich habe in meinem hohen Alter immer noch die Fähigkeit dazuzulernen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben gehört, dass bei einer Schweineschlachtung Käse produziert wird, aber Fleischkäse, das ist ein sehr guter Zwischenruf aus der SPD-Fraktion. Ist ja nicht immer alles intelligent, was von dort kommt, aber heute war es eine Vorbild. Ich schließe damit die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 20.189 und 19.551 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann verfahren wir so. Ich rufe auch die Tagesordnungspunkte 30a bis 30f, 30h bis 30o sowie 30q bis 30t und 30v bis 30y sowie 30aa bis 30ee und 20b sowie Zusatzpunkte 13a bis 13s und 36. Es handelt sich um Überweisungen im vereinfachten Verfahren ohne Debatte. Und ich bitte um Aufmerksamkeit.